Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Handy-Apps, die einem das Leben in Dubai enorm erleichtern können. Und zu unseren Favoriten wird euch der Mario jetzt einiges erzählen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Die erste App, die wirklich essentiell ist für alle Dubai-Auswanderer, das ist die Dubai Now App. Mit dieser App kannst du alles rund um Behördengänge, Rechnungen bezahlen und so weiter direkt in einer App machen. Wie zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, deine DEWA-Rechnung zu bezahlen. Also DEWA steht für Dubai Electricity and Water Authority, also deine Wasser- und Stromrechnung bezahlen. Du hast die Möglichkeit, deine Handy- und Internetrechnung von Etisalat oder Du zu bezahlen. Du kannst Parkgebühren bezahlen, Strafen bezahlen und so weiter. Also wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die du hier hast. Des Weiteren ist es auch möglich, dass du direkt Mietverträge digital unterschreibst in dieser App, was auch ein Vorteil ist. Und man hat auch die Möglichkeit, alles rund um die Residency in dieser App zu machen. Das heißt, man kann den eigenen Visa-Status verfolgen, man hat die Möglichkeit, ein Sponsorship für die Familie, für den Partner, für die Kinder zu beantragen, erneuern oder auch stornieren. Man hat in der Dubai Now App auch einen kompletten Überblick über seine Arzttermine, über seine Rezepte, die man braucht. Man hat eine Übersicht aller Schulen und man kann die Kinder auch direkt in der Schule anmelden und noch viel, viel mehr. Also ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man nach Dubai auswandert, sollte man sich die Dubai Now App wirklich ganz als erstes runterladen, weil sie einem das Leben enorm erleichtert. Kommen wir gleich weiter zur nächsten Kategorie und zwar zu den SIM-Karten. Es gibt ja in Dubai drei Anbieter, das wäre Etisalat, Du und Virgin Mobile. Von Virgin Mobile hört man eigentlich am wenigsten, aber ich finde es eine sehr, sehr tolle Sache, wirklich schnell an eine SIM-Karte zu kommen, speziell wenn man jetzt noch ganz neu in Dubai ist, noch keine Emirates-ID hat oder einfach nur, wenn man ein Urlauber ist. Also diese Verkaufsstände von Virgin Mobile, die gibt es in so gut wie jeder Mall, auch am Flughafen. Man braucht nur seinen Reisepass, eine Kreditkarte und hat innerhalb von 5 Minuten eine SIM-Karte und die ist auch sehr, sehr flexibel. Das heißt, man kann sich hier gewisse Pakete zusammenstellen, ob das jetzt eine monatliche Bezahlung ist, eine halbjährliche oder eine jährliche Bezahlung. Man hat die Möglichkeit, sich lokale Minuten up und down zu graden, Internetdatenvolumen oder auch internationale Freiminuten kann man sich hier ja je nach persönlicher Vorliebe einstellen. Ich bin ein absoluter Fan davon, speziell weil ich auch nicht das ganze Jahr über in Dubai lebe und deswegen auch keinen dauerhaften Handyvertrag haben möchte. Deswegen gerade für diese Situation sehr, sehr gut geeignet. Wenn man dann aber sagt, man ist jetzt länger hier, man bleibt auch fix in den Emiraten und möchte einen Handyvertrag haben, einen offiziellen Vertrag, dann kann man natürlich immer mal auch auf Etisalat oder auf Du ausweichen. Aber wie gesagt, von der Virgin Mobile App bin ich persönlich ein großer Fan und kann sie absolut jedem empfehlen. Ein weiteres Must-Have ist natürlich eine Online-Banking-App. Das ist nichts Besonderes, hat ja sowieso schon jeder. Aber speziell hier in Dubai, ich habe mich für ein Konto bei der Emirates NBD entschieden. Die haben auch eine wirklich tolle App. Man hat einen sehr guten Überblick über sämtliche Einnahmen und Ausgaben. Alle Karten sind auch Apple Pay-fähig. Also man hat eine sehr, sehr gute Übersicht und eine klare Empfehlung, wenn es ums Thema Banking geht, ein Konto bei der Emirates NBD und die dazugehörige App. Kommen wir nun zur Überkategorie Transport und eine App, die ich euch wirklich nahelegen möchte, ist die Careem App. Careem ist ja hier auch der lokale Anbieter von Taxis und ist eine wirklich tolle Alternative zu Uber. Wir haben in den ersten Monaten hauptsächlich die Uber-App verwendet, die auch sehr komfortabel ist, muss man schon sagen. Aber auch wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, ist die Careem-App doch um einiges günstiger. Man hat hier auch die Möglichkeit, sich ein E-Bike zu mieten oder sich sogar Essen liefern zu lassen. Das haben wir jetzt aber noch nicht probiert. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass man hier Punkte sammeln kann, welche man dann wieder gegen andere Services und Dienstleistungen eintauschen kann. Da komme ich aber dann gleich bei einer weiteren App darauf zu sprechen. Wie schon in den vorigen Videos das ein oder andere Mal erwähnt, sind wir ja jetzt selbst, wir haben jetzt kein Auto hier, wir sind hauptsächlich mit den Taxis unterwegs, aber wenn es dann mal ein Mietwagen sein sollte, dann ist es auch sehr wichtig, dass man eine gute Navigations-App hat. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber die App, die uns am besten gefällt, das ist die App Waze.
Die ist sehr, sehr übersichtlich, zeigt auch die Spuren ganz schön an, wenn man mal so einen Spurwechsel hinlegen muss. Natürlich geht hier auch Google Maps oder auch die Apple Maps. Doch Waze ist hier eine sehr, sehr tolle Alternative, die meiner Meinung nach viel besser aufgemacht ist und speziell für Dubai eine tolle Alternative darstellt. Kommen wir nun zur nächsten Überkategorie und zwar zu den Lebensmitteln. Auch hier gibt es wieder eine Vielzahl von Apps, das ist halt definitiv Geschmackssache, aber eine, die uns besonders gut gefällt, das ist die App von Kipsons. Also hier hat man, wie schon gesagt, die Möglichkeit, sich seine Einkäufe direkt nach Hause zu bestellen. Das Tolle an dieser App ist, dass es ein riesengroßes Angebot gibt, sehr faire Preise gibt und auch ein überdurchschnittlich großes Angebot an vegetarischen und veganen Lebensmittel. Also absolute Empfehlung Kipsons. Eine weitere App, die wir schon in einem der letzten Videos erwähnt haben, ist die App InstaShop. InstaShop sehen wir so, ja, als die App, wenn man mal kurzfristig was vergessen hat. Und zwar bei InstaShop habe ich sämtliche kleinen Supermärkte aus der Umgebung in der App vereint und kann mir dann, ja, wie gesagt, wenn ich mal irgendwie eine Zahnpasta oder ein Wasser oder eine Kleinigkeit vergessen habe, bestellen wir über die Insta-App und das ist dann meistens auch schon in, ja, 20, 30 Minuten da. Natürlich ist das Angebot nicht so groß, weil du jetzt hier keinen sehr großen Lebensmittelmarkt hast, aber für das Notwendigste reicht es und deswegen auch hier eine klare Empfehlung, auch wenn es darum geht, sich mal ein Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel aus einer Apotheke zu bestellen, habe ich alles hier in der Insta-Shop-App vereint. Die nächste App, die wir euch ans Herz legen möchten, ist die App Deliveroo. Sehr viele Menschen hier in Dubai, ja, die ernähren sich hier quasi nur vom Lieferservice und wir sind ja hier auch nicht so eine besondere Ausnahme. Also wir nutzen Lieferservice-Apps sehr, sehr häufig und Deliveroo hat es uns halt angetan. Es gibt natürlich auch andere Apps wie zum Beispiel Noon oder Talabat, doch für uns ist Deliveroo am übersichtlichsten. Man hat eine riesengroße Auswahl an Restaurants, bei denen man sein Essen bestellen kann. Es funktioniert reibungslos, auch wenn es mal eine Reklamation gibt. Es war bei uns auch schon einmal so, dass das Essen quasi als geliefert angezeigt wurde, aber nie jemand aufgetaucht ist. Ja, wir haben dann eine Reklamation gemacht und innerhalb von 2 Minuten war uns der Betrag gut geschrieben. Wir haben nochmal bestellt und eine halbe Stunde später war dann das Essen auch direkt vor die Haustür geliefert. Also auch hier eine absolute Empfehlung, Deliveroo. Die nächste App auf der Liste nennt sich Washman und das ist eine tolle App für diejenigen von euch, die zu faul sind, sich ihre eigene Wäsche zu waschen, noch keine Waschmaschine haben, vielleicht hier im Urlaub sind für länger als eine Woche und saubere Wäsche benötigen oder auch wenn man jetzt gerade frisch nach Dubai gezogen ist und noch keine feste Wohnung hat und vielleicht deswegen im Hotel noch wohnt. Mit Washman hast du die Möglichkeit, dir deine Schmutzwäsche an einem Tag abholen zu lassen und bekommst sie am nächsten Tag gewaschen und gebügelt zurück. Die Preise sind auch sehr, sehr fair, muss man ganz klar sagen, kostet nicht die Welt. Und ein toller Vorteil, ich habe früher schon in der Careem-App gesagt, dass man hier Punkte sammeln kann und diese Punkte, die man bei der Careem-App sammelt, kann man bei Washman eintauschen. Da gibt es immer wieder so 25 oder 50 Dirham Gutscheine und das macht das Ganze dann noch erschwinglicher. Also für die Faulen unter euch, Washman. Wer zu faul zum Wäschewaschen ist, der hat es auch vielleicht oft nicht so mit dem Saubermachen. Und da kommen wir schon zur nächsten App und zwar Just Mop. In dieser App kannst du dir eine Putzfrau bestellen oder auch mehrere, hast die verschiedensten Möglichkeiten, ja, alles rund um Reinigung. Du kannst dir auch Spezialreinigungen bestellen, wenn es darum geht, mal Gardinen sauber zu machen, eine Matratze zu reinigen. Das Ganze geht bis hin zu einem Handwerker für Kleinigkeiten, die man sich bestellen kann. Auch einen Friseur oder Mani und Pediküre können über diese App bestellt werden. Also ist vielleicht oft mal ein Lifesaver, wenn man dringend was braucht oder dringend Hilfe braucht für eine Reinigung. Also eine tolle App hier, Just Mop. Ich könnte ja noch Stunden weiterreden, wenn es um das Thema Apps in Dubai geht, aber irgendwann mal muss auch genug sein, deswegen kommen wir jetzt zur letzten und zwar die Entertainer. Die Entertainer ist eine sehr tolle Möglichkeit, um bares Geld zu sparen. Man kann hier verschiedene Pakete buchen und das günstigste kostet, glaube ich, 245 Dirham pro Jahr, das teuerste 445 Dirham pro Jahr und je größer das Paket ist, das man hier bucht, desto mehr Angebote für das tägliche Leben bekommt man
hier serviert. Und zwar, das fängt an bei Restaurantgutscheinen 2 für 1, Hotelübernachtungen 2 für 1, verschiedene Wellnessangebote, Erlebnisangebote und so weiter und so fort. Also es ist wirklich für jeden Dubai-Resident hier eine tolle Möglichkeit, sich im sonst schon so teuren Leben hier einiges an Geld zu sparen. Und man muss wirklich sagen, dass sich die Kosten für diese Pakete relativ schnell amortisieren, wenn man die Angebote auch regelmäßig nutzt. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, wir konnten euch in diesem Video einiges an Mehrwert bieten. Es gibt natürlich noch unzählige andere Apps, die auch speziell für Urlauber sehr, sehr interessant sein könnten. Wenn euch das Thema interessiert, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir machen gerne ein weiteres Video dazu. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, auch die Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.